Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge YouTubers Live 2. Kurze Info, ihr könnt das Spiel auch kaufen, wenn ihr es auch spielen möchtet, und findet unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link, womit ihr mich kostenlos unterstützen könnt. Ja, und der gute Xavier hat ja heute eine Info für uns und er hat schon angerufen. Hey Kadi, ich habe gerade die Videos gesehen, die du auf deinen Kanal hochgeladen hast. Sie sind gut, aber du hast vielleicht schon gemerkt, dass sie nicht viele Aufrufe bekommen. Das liegt daran, dass sie nicht im Trend liegen. Ja, sad life. The story of my life. Schau dir die täglichen Trends an, um ein Video darüber aufzunehmen und hochzuladen. Auf diese Weise bekommst du mehr Aufrufe und Abonnenten. Ich würde ja gerne ein Katzenvideo hochladen, aber ich habe keine Katze. Ob ich Katzen kaufen kann, um mit den Videos zu machen? So, die Top-Trends. Dann gucken wir doch mal. Wo finde ich die denn? Hauptquests? Nee. Finde ich wahrscheinlich direkt über die YouTube-App, oder? Vermutlich. Achte darauf, was in der Stadt gerade im Trend ist. Sie sind nach Beliebtheit aufgeteilt in unbekannt, normal, bekannt, sehr bekannt, relevant, angesagt. Okay, sehr bekannt. Ach, guck mal hier, Katzen sind relevant. Jetzt ist das Spiel Deity of War ziemlich angesagt, aber wenn du irgendwo ein relevantes oder angesagtes Thema siehst, musst du nur zugreifen. Trends ändern sich täglich und du kannst sie auch in der Stadt entdecken. Aktuelle Trends sind der Schlüssel dazu, dass deine Videos viele Aufrufe und Abonnenten bekommen. Hast du gesehen, dass die angesagtesten Videos über Videospiele sind? Um diese Art von Videos aufzunehmen, musst du zu Hause eine Gaming-Ecke einrichten. Zu deinem Glück habe ich schon ein paar parat, die du überall in deinem Haus aufstellen kannst. Nice! Sponsoring! Ah, wir können über H, können wir... Ah, eine Gaming-Ecke. Auch cool mit Sitzsack. Was haben wir noch? Ach, ich kann im Moment nur die Gaming-Ecke mir angucken. Okay. Gut. Dann würde ich die wohl mal da platzieren. Perfekt, du hast jetzt eine Gaming-Ecke eingerichtet. Jetzt brauchst du nur noch ein Spiel und eine Konsole. Und schon kannst du anfangen, Gaming-Videos aufzunehmen. Tja, PlayStation 5 ist ja immer noch ein bisschen schwer. Viele YouTuber posten Gaming-Content. Versuche, die beliebtesten Videospiele zu finden. Übrigens, ich habe dir ein Spiel und eine Konsole bestellt, damit du anfangen kannst. Geh und sprich mit Blair, dem Mädchen im Gaming-Laden Spieler 1. Sie wird sie dir geben. Piep, piep, ich habe gerade eine App mit einem Stadtplan auf deinem Handy installiert. Nutze die Karten-App, wenn du dich nicht verirren willst. Piep, piep. Okay, dann wollen wir uns doch mal das Spiel und die Konsole abholen. Was haben wir denn jetzt hier bestellt bekommen? Rede mit Blair. Muss ich dafür... Oh. Können hier Beachvolleyball spielen. Das ist natürlich auch cool. Die Musik ist nice. Das ist die Blair. Und ich finde die wo? In der Innenstadt vermutlich. Oder ist das die Innenstadt oder ist das der Hafen? Nee, ich glaube, das ist der Hafen. Trotzdem noch. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Können wir auch einfach mit Leuten interagieren? Ja, hallo, abonniere mich, guck auf meinen Kanal. Nö. Der wird schon mal nicht überzeugt. Later Surf? Das ist cool, das Bild. Ach, guck, die haben hier so eine Art E-Scooter auch stehen. Du brauchst einen Führerschein, um Roller zu fahren. Du kannst ihn im Rathaus bekommen. Was? Was? Wo muss ich denn hin? Ich habe mich schon verirrt. Ah, hier bin ich gar nicht so falsch. Bin ich gar nicht so falsch. Habe ich den Laden noch direkt gefunden. Oh, der sieht aber irgendwie... Xavier?
Nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich in der ziemlich schäbeligen. Also ganz ehrlich, Alliance, ich hätte jetzt gedacht, bei euch sieht es besser aus. Das hätte ich jetzt ja nur nicht gedacht. Oh, eine Wuffel. Wo muss ich hin? Ich habe mich schon verirrt. Im Game Store. Aber hier gab es doch auch einen Game Store, oder nicht? Scheiße. Weißt du, ich hab schon eine Map. Ich hab eine Map-App. Aber trotzdem. Ich muss dazu nichts sagen, oder? Weil ich glaube, ich werde wahrscheinlich in die Innenstadt müssen, oder? Ja, hier. Da muss ich hin. Sieht so ein bisschen aus, hat was von einem Poké-Center. Ding, 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 ding. Oh, guck mal, kann ich Creeper kaufen? Kann ich dir irgendwie helfen? Xavier hat mich geschickt. Okay, du bist also der neue YouTuber in der Stadt. Naja, Xavier hat mich angerufen, um dir das hier zu geben. Hier hast du die Konsole Honeyplay Studios One und das Spiel Deity of War. Piep, piep, alle Gegenstände, die du erhältst, werden in deiner Tasche aufbewahrt. Die Tasche hat nur begrenzten Platz. Gut. Das heißt, oh, guck mal, das ist definitiv ein PlayStation-Spiel und das hat was von Tomb Raider, das Logo. Das, ja, Tomb Raider wäre auch mal mega geil. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Tomb Raider gerne mal sehen würdet, so die neueren Spiele. Könnte doch total wichtig sein. Vielleicht ist da jemand verliebt in dich. Hey Cuddy, hast du das Spiel und die Konsole schon? Yep. Super, jetzt lass uns dein erstes Gameplay aufnehmen. Wir können Gaming-Videos machen. It's me. Wie war's? Was, wenn ich sage, let's go, let's play. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Was auch nichts Neues ist. So. Ah, guck, ist das nicht dieser Bekannte? Willst du mit mir aufnehmen? Ja? Hi, ich bin Cuddy. Ich bin Zane. Als haben wir ihn schon mal kennengelernt. Es gibt genug andere Leute im Viertel, mit denen man reden kann, weißt du? Geh und brate Spargel. Geh und brate Spargel. Woher wusstest du das? Heute werde ich ein Video auf meinem Kanal posten, in dem ich Spargelnuggets zubereite. Eine vegane Alternative zu diesen schrecklichen Krakennuggets. Hellsehen. Ich hab einen Tarot-Kanal. Piep, piep. Um ein Gameplay aufzunehmen, musst du zuerst das Spiel und die Konsole aus deiner Tasche nehmen und auf deiner Gaming-Ecke anschließen. Wähle dann das Spiel aus und startet die Aufnahme. Piep, piep. So, also Konsole und Spiel. Video aufnehmen. Halt, warte mal, was stand dabei? Schließe dich Prometheus auf seiner Mission an, die Menschheit zu retten. Klingt cool. Gameplay Level 1. Und das Tutorial noch nicht gefunden. Erste Eindrücke, Speedrun, Analyse. Ja, komm. Dann machen wir das mal. Du startest und ja, wir wieder mal voller Energie. Du bist ein Scharfschütze. Du bist geduldig, du zielst und du spielst zum Spaß.
Du findest PvP, du machst halt. Ja, wir erklären mal, wie es läuft. Ich bin zwar nicht gut im PvP, aber macht ja nichts. Um zu stoppen. Wir verabschieden uns jetzt einfach nur cool und locker. Und hoffen jetzt einfach mal, dass es besser läuft, ja? So. Und wie immer, Video bearbeiten und schneiden. Gameplay. Jetzt muss ich mal gucken. Das können wir hier wunderbar hintereinander wegschneiden. Das passt perfekt. Das da. Sichtbarkeit. Moralische. Komm, nehmen wir mal einen Clickbait-Titel und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich kommt jetzt ganz viel Hate, weil wir überhaupt gar keinen Plan vom Spiel haben. Siehst du, guck, also was heißt ganz viel Hate, aber immerhin einen Daumen nach unten nur. Und 7 nach oben, also es war schon schlimmer. Oh, wir haben was bekommen. Give me more, was haben wir bekommen? Hey Kadi, ich dachte mir, dass du nach der Aufnahme und Bearbeitung so vieler Videos vielleicht Hunger hast. Also habe ich dir etwas zu essen geschickt. Guten Appetit. Piep, piep, du kannst keine Videos aufnehmen oder bearbeiten, wenn dir die Energie ausgeht. Um neue Energie zu tanken, kannst du etwas essen oder schlafen gehen. Nach dem Aufwachen startest du einen neuen Tag. Genau, man speichert hier auch mit dem Schlafen gehen ab. Zum Glück hat Xavier dir gerade etwas zu essen geschickt. Öffne deine Tasche und esse etwas. So. Futtern. Yippie, piep, piep, deine Energie ist wiederhergestellt. Ich habe die Restaurants der Stadt für dich auf der Karte markiert. Du kannst in ein Restaurant gehen und da etwas essen oder dir etwas zum Mitnehmen holen. Schau auf die Karte, wann immer du willst. Okay, gut, wissen wir da schon mal Bescheid? Gibt's was Neues zum Video? Wie läuft's? Wie läuft's? Ja gut, guck mal, 4 und 3 Münzen haben sie gebracht bislang. Ja, ja, es gab noch einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten, ja. Kommentare haben wir bislang noch nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob es das auch noch geben wird. Ring! Ring! Jetzt, warum entspannst du dich nicht ein bisschen und erkundest die Stadt? Du bist neu in der Stadt und musst Leute kennenlernen. Gute Freundschaften werden deiner YouTube-Karriere auf jeden Fall helfen. Es gibt bestimmte prominente und seltsame Nachbarn in YouTube City. Warum gehst du nicht und lernst sie kennen? Lerne 10 Nachbarn kennen. Alles klar, dann schauen wir mal. 3 haben wir schon kennengelernt. Beim nächsten Mal werden wir dann noch mehr kennenlernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch gerne einen Kommentar. Daumen rauf nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.